Erinnerungen an den Riederwald. Die große Zeit der Eintracht hat hier begonnen. Länderspiele fanden hier statt. Große Namen wie Pfaff, Kress, Bechthold, ja, Grabowski und Hölzenbein waren hier zu Hause. Die Frankfurter hatten einen Blitzstart und erzielten schon in der ersten Minute das 1:0. Dann haben wir doch hier gespielt mit Albert Pfaff und die ganze Asse. Adolf Bechthold, mit dem sind sie heute noch zusammen. Den ist bestimmt. Und jetzt am 1. Juli war ich 70 Jahre Mitglied bei Eintracht Frankfurt. Ich bin also auch Landschaftsgärtner und ich konnte und ich durfte den Riederwald bepflanzen. Der Rasen war fertig, die Stehterrasse war fertig, aber es stand weder ein Strauch noch ein Baum, weil es alles neu war. Ich habe das erste Mal am Riederwald, als wir gegen FSV gespielt haben, einen englischen Rasen gemacht mit Streifen. Und die haben natürlich alle gestaunt, was, wie geht es überhaupt. Und es war so einfach, der Rasen ist nur gewalzt worden. Nach einer Richtung, nach der anderen Richtung. Und wenn man das ein paar Stunden beim Tauwetter gemacht hat, morgens ganz früh, da war das mittags, hat der, was trocken war, war das ein englischer Rasen. Und das war der erste am Riederwald. Dann haben wir doch hier den Vizepräsidenten erlebt bei der Eintracht oder 15. Im Herbst 2008 gab es hier noch manche Geschichte zu erzählen. Seit Anfang der 50er Jahre hat die Eintracht hier gekickt. Der Begriff die Riederwälder ist aber weitaus älter. Das Ganze ging los 1920. Und zwar hat die Eintracht da... Der Peter Kunder konnte sonntags nicht spielen, wenn der nicht mindestens zweimal in der Woche in der Sandkurve war. Dann haben wir Spieler gehabt, wie zum Beispiel der Armin Graz, der jetzt noch da ist, oder Karl-Heinz Körbel. Die konnten samstags nicht spielen, wenn sie nicht mindestens dreimal in der Woche an diesem Kopfverband waren. Leute haben hier Platz gefunden. Als die Bundesliga gegründet wurde, ist die Eintracht dann komplett ins Stadion gewechselt. Das war was hier, ne? Das war natürlich ein Erlebnis hier, wie wir hier gestanden haben. Es waren vielleicht gerade voll und da haben 5000 vorgestanden, hatte keiner gehabt. Die Hine haben zwei gestanden, sind gar nicht mehr reingekommen. Alfred Pfaff, seine Tochter, das war doch eine schöne Zeit, wie die Wirtschaft hat. Ist ein bisschen Wehmut dabei, ja. Tschüss, alter Riederwald. Für die Eintracht wird's hier bald glanzvoll weitergehen.